Hallo Freunde und herzlich willkommen zu. Oh. Alaskan Road Truckers. So, Angang ist schon. Beziehungsweise abfahrbereit sind wir quasi. Ich habe schon mal auf die Karte geguckt. Wir fahren jetzt ein Stückchen. Wir haben ungefähr, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe. Gut, auf die Miles habe ich jetzt noch nicht geguckt, ehrlich gesagt, aber es ist ein Stück. Wir fahren aber zu Hause vorbei. Also könnte ich da mal kurz anhalten und mal den Charakter eventuell nochmal tauschen oder mal richtig einstellen, dass der Spielstand vielleicht doch gerettet wird, weil ich hatte ja letztes Mal das Problem, was ich euch gesagt habe in der letzten Folge, dass ich in die Map geglitscht bin und dann quasi fast schon gedacht habe, ich muss jetzt nochmal neu anfangen. Was ja Gott sei Dank nicht der Fall war. Bin ich aber wirklich froh drüber. Und ich habe übrigens rausgekriegt, wie ich die Spiegel einblenden kann. Deswegen bin ich da auch schon richtig froh drüber, dass das jetzt so geklappt hat. Yay! So, ich gehe mal davon aus, wir müssen das eigentlich soweit noch schaffen. Oh, habe ich Rot? Ja, ich habe Rot. Oh, ich habe Hunger. Kann ich während der Fahrt was essen? Ess mal. Was? Essen mit der langen Haltbarkeit. Ja, geht nicht. Geht beim Porn nicht. Okay, da muss ich kurz mal rechts ranfahren, wenn hier grün ist. Das habe ich ja völlig vergessen, das Essen. Vergesse ich immer aber auch öfters. Also vergesse ich selbst in Real Life ab und zu. So, eigentlich wollte ich jetzt nochmal probieren, mit der Gangschaltung zu fahren. Also, dass ich selber schalte. Aber irgendwie hat das dann nicht ganz so gefunzt. So, und ich glaube, ich mache jetzt mal die Spiegel nochmal aus, weil irgendwie irritiert mich das, weil wenn ihr das seht, guckt mal, wie das in den Spiegeln links und rechts so leicht ruckelt. Finde ich jetzt persönlich nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mache ich das mal lieber weg. Und ich warte jetzt mal, dass hier irgendwo eine Parkbuchte kommt oder sowas, dass ich mal ranfahren kann. Und mal was fratzen kann. Ich habe ja, glaube ich, sogar in meinen Taschen habe ich ja, glaube ich, sogar noch was. Aber es hat wenigstens aufgehört zu regnen, das ist auch schon mal positiv. Willow haben wir entdeckt. Willow, sehr schön. Nochmal 100 XP. Ach so, wir hatten jetzt, warte mal, jetzt kann ich ja mal gucken. Wir sind ja gerade eh bis 15. Jetzt kann ich mal gucken, ob das jetzt auf persönlich ging. Ja, okay, jetzt scheint, also die Entdeckung scheint auch bloß auf persönlich zu gehen. Aber wir haben ja immer noch 443. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, was kriegen wir denn eigentlich für den Auftrag jetzt eigentlich? Aufträge, was kriegt man hier für ein XP? Das steht hier oben oder nicht? Ah, verdammt. Ich dachte, das steht hier irgendwo. Ich glaube, in meiner Auftragsbeschreibung steht es auch nicht drin. Da steht ja nur der Speicherstand drin, wenn ich da mal speichern tue. Ah, ich fahre noch 5 km/h zu schnell. Das ist jetzt nicht so weltbewegend. So, und wir rutschen immer weiter in den Sommer rein. Ist meine Scheibe noch nass? So. Mal noch mal kurz drüber gewischt. Weil das sah jetzt so leicht tropfig aus noch. Ja. Ich kann ja mal gucken, ich kann mal das Radio anmachen. Wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt. Aber ich glaube, da wird der Motorsound das eher übertönen, als wie dass wir hier was hören. Ah, komm, machen wir es aus. Ich habe ja eh meine eigene Musik, also von daher. Ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwas Country-mäßiges finde. Oder ich müsste den Motor einfach mal leiser machen. So, nochmal South. Was Nord? Irgendwas mit Nord haben wir entdeckt. Ich fahre hier einfach durch, ey. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal gucken, ob das jetzt wieder auf persönlich gegangen ist. Ja, jetzt haben wir schon 350. Okay, die Entdeckung geht also auf das Persönliche. So wie schon vermutet.
Aber da schalten wir da wenigstens ordentlich Punkte frei. Jetzt müsste ich bloß auch mal zusehen, weil ich vertraue der Kühlungsanzeige da unten irgendwie nicht. Weil ich meine, gut, bis jetzt ist noch nichts passiert, aber die ist irgendwie anscheinend auch bloß halb voll. Ist das normal und muss das so sein? Bin mir nicht sicher. So. Hier können wir mal kurz parken. Da können wir mal was essen. So. Machen wir mal die Handbremse rein. Drosseln mal den Motor. So, machen wir natürlich mal alles aus und gehen mal nach hinten. Da müssten wir ja auch noch ein bisschen was zu essen haben. Erdnüsse, Dosenfleisch, Saft. Guck mal, alles da. Alles da. So, nehmen wir das Wasser mal noch mit. Die Erdnüsse. So, gucken wir mal. So, Dosenfleisch. Wieso kann ich denn das nicht essen? Muss ich jetzt dazu aussteigen? Weil eigentlich müsste ich doch auch so essen können, oder? Kann er glaube ich auch so essen normalerweise. Achso, ich müsste natürlich auch gedrückt halten, ja. Das ist richtig. Hätte ich bestimmt doch beim Fahren essen können. Aber ihr seht, es reicht einfach nicht. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Das ist ja übel. Noch ein bisschen mehr. Nochmal Saft. Nochmal Dosenfleisch. Nochmal Saft. Hier noch was drin. Hier sind nochmal Chips drin. Mikrowelle, der Schrank. Pizza. Pizza. Kühlschrank, oder? Heftig. Muss ich den warm? Ich glaube, den muss ich warm machen, oder? Ne, doch nicht. Den kann ich so essen. Okay. Okay. Dann essen wir den doch mal so. Mal gucken, wie es mundet. Das gute Rinder. Dosenfleisch. Also. Aber guck mal, selbst der Rind, das gibt schon 35. Oh ja, jetzt sind wir grün. Guck mal, trinken wir noch ein Säftchen. Und dann sind wir voll gesättigt. Sehr schön. So, dann können wir jetzt weiter düsen. Handbremse weg. Und ich fahre immer mit Licht. Das habe ich mir in Real Life auch so angewöhnt. Ich fahre immer wenigstens mit Licht. So, ich hoffe, da kam jetzt keiner. Dürfen auch noch mit 25 drüber fahren. Diese View, das ist absoluter Hammer. Da hinten die Schneeberge. Hier dieser Fluss. Geil. Also ich muss sagen, Alaska ist schon eine geile Gegend. Das Schlimme ist, finde ich eigentlich bei dieser Serie Ice Road Truckers, dass man eben nur diesen Winterpart gesehen hat. Ich hätte wirklich auch gerne mal gesehen, was da jetzt im Sommer abläuft. Es sind ja trotzdem immer noch andere Temperaturen als bei uns. Ihr seht es gerade mal 13 Grad plus, also fast 14 Grad plus. Das ist schon echt, da würden manche auch schon krachen gehen bei den Temperaturen. So, Trapper Creek. Herzlich willkommen in Trapper Creek und dann würde ich sagen, und tschüss Trapper Creek. Ich fahr dann mal weiter. Sehr schön, sehr schön. Militärflughafen. Das ist ja krass. So, hier müssen wir jetzt bestimmt auf Wild aufpassen. Guck mal, da sind schon die Hirsche. Das sah ja eher aus wie so ein Bison.
Also ich muss sagen, ich hatte ja bis jetzt, oder wir hatten bis jetzt ja noch Glück, dass wir noch keinen umgestürzten Baum auf der Straße hatten. Deswegen habe ich jetzt auch die Kettensäge nicht genommen. Beim ersten Mal, aber es kann sich ja alles noch ändern. Kann sich ja alles noch ändern. Hier sind auch überall Baustellen, so wie es aussieht. Alter, der kam jetzt aber hinter mir, bis vorgeplautzt, ja. Natürlich auch super. Weißt du, die ganze Zeit, wo schon die ganzen Fahrzeuge stehen, fahren sie noch 55 und hier darfst du bloß 25 fahren. Aber jetzt geht's weiter hier. Hau, 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 hau. So, achso, Meilen sind übrigens noch 340. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel es von Anfang an sind, aber das ist ja auch nicht mehr so, ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Als wie wenn mir das zum Schluss erst eingefallen wäre, mal zu gucken. Wolltest du abbiegen? Nö. Ich glaube, das mag der LKW gar nicht hier. Irgendwie hängt er jetzt im achten Gang fest. Oder hing im achten Gang fest. Die Poller bitte nicht mitnehmen, danke. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich brauche mich jetzt um die Kühlung jetzt nicht weiter kümmern, wenn mir das Ding auch nicht anzeigt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wie das jetzt sich mit den Rädern verhält, habe ich absolut keine Ahnung. Ob man da zwischendurch mal was wechseln muss oder ob man dann doch in die Werkstatt fahren muss. Weil die Werkstatt ist wohl schweineteuer, so wie ich das mitgekriegt habe. Soll wohl nicht ganz so günstig sein. Ich habe auch leider noch nicht irgendwie mitgekriegt, dass hier irgendwie auch Cops unterwegs sind oder so, zwecks hier der Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, 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 oh. Das war knapp. Da kam er schon leicht ins Rudern. Also solche Kurven sollte man nicht mit zu viel Speed nehmen. Da muss ich aufpassen, was der Hänger hinten macht. Aber ist ja noch alles schick. Jawohl. So. Lass uns hier mal wieder reinrollen in die Kurve. Mal vielleicht ein bisschen abbremsen. Hier wächst erstmal ein Bäumchen auf der Straße. Das ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So. Also ich würde dann jetzt auch, wenn wir jetzt hier quasi diesen Ort, oh, ich habe noch 5 Stunden, schaffe ich das noch? Also quasi fast 6 Stunden. Das sieht echt eng aus. Weil ich müsste hier auch bald mal pennen. Ups. Ja, holla, das sind aber auch Straßen hier, du. Ist hier erstmal wieder 55. Auch nicht verkehrt. Und rum um die Mutti. Jawohl. So, da stehen erstmal leere Kabeltrommeln rum. So, jetzt müssen wir schon langsam eigentlich in die Richtung von unserem Hauptquartier kommen. Ach, der Sprit, gut, Sprit haben wir noch. Ist das die Anzeige für die Miles, was das noch reicht? Nee. Ach nee, das ist mein Kilometerzähler. Also mein Meilenzähler ist das.
Jetzt insgesamt schon 656 Meilen gefahren. Ja, ich weiß, es sind keine richtigen Meilen, aber wir können ja hier nicht einen auf Long Drive machen und dann mit richtigen Meilen fahren. Da wären wir ja für einen Auftrag tagelang unterwegs. Und ob das so prickelt ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Weil ich meine, bei ETS ist es ja auch nichts anderes. Da fährst du ja auch keine richtigen Kilometer. Und hast trotzdem ganz schön Zeitdruck. Was ich eigentlich auch, wo ich sagen muss, das ist eigentlich ganz schön unfair für die Leute, die auf den Böcken sitzen. Und ich habe auch richtig Respekt vor allen, die so ein Riesenschiff fahren. Jetzt wären wir müde. Jetzt wären wir müde. Jetzt kriegen wir ein Problem. Jetzt kriegen wir ein Problem. So, warte mal. Bin ich jetzt schon in der Nähe von meiner Basis? Ja. Guck mal, da oben. Also müsste ich jetzt hier abbiegen, dann die nächste und dann müsste ich rum. Weil ich glaube, mein Head, das ist glaube ich mein Headquarter, oder? Ja, genau, das ist mein HQ. Also müsste ich dann hier schon quasi noch eine abbiegen, eine vorbeifahren und dann die nächste ist dann rum. Okay. Und da kann ich dann mal gucken, ob ich den Charakter aber richtig einstellen kann. Ich weiß auch gar nicht, warum sich das so umgestellt hat. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist das auch so ein Feature vom Game. So. So, 230 Meilen ungefähr noch. Noch die Zeit, 16 Minuten, okay. So, da müsste ich jetzt noch vorbei und die nächste müsste ich dann mal abbiegen, obwohl das nicht zur Route gehört. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt, also ich mache keinen angezockt, ich will jetzt gleich ich möchte jetzt eigentlich gleich schon mit dem Let's Play fortfahren. Ihr könnt mir auch mal Bescheid sagen, was ihr jetzt lieber haben wollt, ob ihr jetzt öfters mal die Außenkamera haben wollt, ob ihr jetzt öfters, das schon in Ordnung ist, dass ich so in der Innenperspektive fahre. Weil ich meine, wenn wir jetzt schon in der Simulation drinstecken und quasi auch ein LKW bewegen, man sieht ja nun mal mehr die Innenseite, weil man kann ja von außen auch nicht einfach mal die Kamera wechseln und sagen, gucken, gut, okay, gucken wir halt mal von außen. Das funktioniert ja nicht. So, wo ist denn hier mein Tag? So, dann würde ich aber auch gleich drehen. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Müssen wir vielleicht noch mal eine Tankstelle zwecks Kaffee ansteuern. Das wäre vielleicht noch eine Rettung. So, lass mich mal drehen hier. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell gucken, ob wir hier noch was reisen können. Ja, ich weiß, ich müsste das Licht eigentlich vorher ausmachen, aber ist jetzt nicht schlimm. So, dann gucken wir mal. Machen wir auf. Und dann war das jetzt, glaube ich, hier, oder? Einen Ersatzmann anfordern. So, weil wer ist das? Bitte, ich habe doch ihn eingestellt. Bestätigen. So, jetzt. Okay, gut. Jetzt müsste es passen. Super. Gut. So, ich hätte jetzt auch mit Lisa weiterfahren können. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt passt. Dass wir jetzt keine weiteren Probleme haben. So. Zack. Was ist das? Ach, ich kann die Armaturbeleuchtung noch anmachen. Okay, ich habe mich schon gewundert, warum es so dunkel ist. So, Hindernis auf der Straße.
Ah, okay, dafür ist es also auch gut. Sehr schön, dann lass uns mal an. Scheibenwischer, kann ich hier irgendwie noch was anderes einstellen? Nö. Ja. So, wartet mal kurz. Wenn wir jetzt schon einmal stehen, können wir das gleich mal probieren. Und so. Ich würde sagen, spezifische Effekte, Lautstärke könnte Motor sein. Den ziehen wir mal auf 60 runter. Radiolautstärke kommen wir mal auf 30, 35, ja, machen wir 35, können wir mal sehen, wie es läuft. So, der Motor ist schon mal leiser, aber das Radio gibt keinen Mucks von sich. Heizung. An. Brauchen wir jetzt noch nicht, es ist Sommer. Differential? Ah ja. Ah ja. So, das ist Handbremse. Das haben wir hier drüben noch, da kann man bloß aussteigen und hier haben wir bloß das Licht. Okay. Dann schießen wir mal in den Wind, ne? Könnte man den Motorsound ja fast noch ein Stückchen leiser machen, oder? So, abgekoppelt habe ich ja nicht. Uiuiuiui. So, back on the road. Zack, zack. Warte jetzt. Ja, komisch, weil ich höre halt nichts. Wartet mal. Irgendwie ist das gerade komisch. Jetzt die Mucke auch mal lauter machen. Mal die Mucke mal 65. Hintergrund 65 und Radio 65. So, probieren wir das mal so. Und wie ihr hört immer noch nichts. Also gut, ihr müsstet ja was hören, weil wenn ich das jetzt weiß, dass das nicht funktioniert. Aber ich kann auch nicht umschalten, ich kann es nur an- und ausmachen. Hoppala. Ah, okay, wenn das Radio aus ist, okay. Guck mal, jetzt kommt Hintergrundmucke. Jawohl. Mal gucken, ob die GEMA frei ist. Dam, dam, dam. Es gibt doch schon mal gleich ganz anderes Feeling hier. Oh, ich habe vergessen, das Licht anzumachen, oder? So, Licht an. Party on. Rockets. So kann man noch fahren. Jawohl. So, wir haben noch 170 Meilen. Und ich muss mal abbremsen. Ein bisschen bremsen. Da bin ich dann aber auch mal gespannt, ob sich das wirklich mal so austüncht, wie als ob quasi... Also ich habe das gerade jetzt schon kurz im Radio gehört. Ich glaube nicht, dass die Musik GEMA-frei ist. Weil das hat sich schon mehr nach Dings angehört hier. Beyonce. So, ich würde aber sagen, wir parken hier mal kurz. Nicht so schnell reinfahren. Ich stelle mich mal kurz in die Buchte hier, obwohl er ja ziemlich schräg steht. So, hauen wir mal die Bremse rein. Und dann würde ich sagen, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt finde ich die Musik ein bisschen laut, muss ich sagen. Aber gut, ich kann das hier einstellen. Heizung, nee, gut. Motor wollte ich ausmachen. Zündung aus. So, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein bisschen Feedback da.
Und ich würde sagen, danke fürs dabei sein. Danke fürs Abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht die Glocke mit an, dass ihr das nicht vergesst. Und Feedback würde ich mich sowas von drüber freuen. Also haut die Kommentare voll. Ob ihr das hier weiter sehen wollt. Wenn nicht, ich spiele sowieso weiter, weil ich finde das richtig geil. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Alaskan Truck, Road Truckers. Oder Ice Road Truckers. Bis dann. Tschüss.